Und du hast immer noch keine Freundin. Was geht ab, Elite? Willkommen zu einer neuen Folge von Achter Reddit. Nee, wie geht es? Vor allem ist das Fenster noch offen, Alter, und ich schreie die Nachbarschaft zusammen. Sehr schön. Was geht ab, Elitius? Ja, willkommen zu Wer hier eine Klache kann, YouTube. YouPorn. Reddit. Reddit. Wir haben heute einen Haufen Reddits rausgesucht aus eurem Reddit-Forum, aus meinem Reddit-Forum. Und das erste kommt zugleich. Zeig! Ich Yoshi. Bin schon so gespannt. Yoshi in Jan de Lichte. Was ist Jan de Lichte? Irgendein Film vermutlich, ne? Vermutlich. Ich hatte schon ähnlich. Ach du Scheiße. Bisschen schon, ne? Die Körperhaltung und alles ist schon ähnlich. Und deine Hände sehen vor allem dem ähnlich. Die Frisur ein bisschen. Aber ich finde die Haltung und die Ausstrahlung ist so, dass was am krassesten hier ähnlich sieht irgendwie. Aber ich kenne den Film gar nicht. Die Lichter habe ich noch nie gehört. Nee, kenne ich nicht. Was D ist? Was ist für Sprache von B? Holland wahrscheinlich irgendwie oder Belgien oder irgendein Spaß. Dankeschön für diesen geilen. Extrem stark, finde ich krass. War jetzt nicht lustig, aber war immerhin interessant. Das erste Mal, dass jemand von uns wirklich einem ähnlich sieht. Ja, bisschen schon. Bisschen. Wobei das eins ist, es immer so, jede Reddit-Folge beginnt damit, dass du erstmal ein Meme herzeigst, was zwar durchaus interessant ist, aber halt überhaupt nicht lustig in dem Sinne. Deswegen möchte ich jetzt gerne was Lustiges sehen. Was Lustiges? Was haben wir denn hier? Hat jemand eine Idee für den Titel? Meine Schwester, ich, mein schizophrener Bruder. Ich weiß gar nicht, was war das nochmal, welcher Folge, wo du so rumgetan hast? Ich weiß es gar nicht. Alter, das ist ein krasser Witz, ey. Hey, vor allen Dingen. Mein schizophrener Bruder. Der Arm, der deiner ist, schaut ein bisschen aus, als wäre das meiner. Was soll ich Quatsch, wie lang soll der sein? Ja, ja. Der ist gerade schizophren, der. Ja, ich wüsste auch, es war aus der letzten Staffel, weil ich habe das lila Hemd dann. Genau, und du hast da irgendwie so gemacht, ich weiß nicht warum. Ach ja, genau, ich habe gesagt, ich sterbe mit 80 Jahren als Single mit einer Buddel voll rum. Irgendwie so war das, gell? Achso, und dann hast du die Buddel voll rum. Eine Buddel voll rum, so. Der derzeitige Zustand der US-Wahlen. Die Menschen, die noch rauszählen müssen. Jeder vernünftige Mensch. Trump ist so, ja, gewonnen, alles gut, juhu. Das ist aber echt stark. Trump ist so ein Idiot das gewesen. Das ist wirklich gut. Sie gewonnen! Vor allem, das ist ja immer noch, hier steht ja derzeitige Stand der US-Wahlen. Mm. Die sind ja immer noch nicht fertig, weil immer noch Briefwahlstimmen eintrudeln, die noch den Poststempel tragen. Bei weitem. Beziehungsweise wahrscheinlich, bis die Folge online kommt, sind sie safe fertig. Die Frage ist, ob Trump das dann schon anerkannt hat. Sorry, they're rare everything. Hat er über 300 Stimmen schon, der kann nicht verlieren, er hat schon gewonnen an sich so. Nee. Also eigentlich müsste er ja anrufen. Nein, um Gottes Willen, Biden hat natürlich gewonnen, aber es ist halt so, Trump hat es ja immer noch nicht anerkannt. Also wahrscheinlich auch, wenn das Video hier online kommt, auch immer noch nicht. Also ja, nee, es wird auch sein. Das ist aber, ich finde das gefährlich, das ist für... Saugruselig, das gehört ja eigentlich gar nicht als Präsident. Man muss eigentlich immer den anrufen und sagen, das ist halt auch, weil wenn du, also bisher konnte ja auch kein Betrug festgestellt werden, so ich meine, wäre jetzt auch krass gewesen, wenn es so gewesen wäre. Aber allein, dass Trump diesen Gedanken schon reingepflanzt hat in viele Leute und dass er sagt, ich erkenne es nicht an und so weiter. Es gibt ja immer so beratungsresistente Menschen, die dann einfach so sind, das ist jetzt so, der hat es gesagt, das ist so. Also bei meinem das ist halt gefährlich einfach, wenn da gefühlt die Hälfte des Landes das einfach nicht anerkennt. So. Ja, das ist jetzt, der Biden ist nicht unser Präsident, der ist durch Betrug erlegt. Egal, ob es so war oder nicht, aber die glauben, dass es aber so ist. Aber bei Trump war das doch genauso mit der Russia-Affäre. Der hat auch einfach so oft gesagt, es war nicht so, bis alle gesagt haben, okay, war es wirklich nicht so. Ja. Der Trump ist so einer, der wiederholt einfach Sachen so oft, bis alle glauben. Egal, man muss hier Dinge einfach so oft sagen, bis sie wahr werden. Ja. Wenn das Unmögliche möglich wird, in Klammern oder auch nicht, der Bär wird eröffnet. Das war schon stark. Das, aber das ist voll untergegangen durch Corona. Ja, das ist wirklich niemand. So. Der Bär? Bär? Der Bär Berliner Flughafen. Berliner Flughafen, so. BR. Zieh heute einen Twitch-Song raus. Das ist Twitchy, Twitch-Song. Sorry an diejenigen, die ganzen Memes gebaut haben. Ich dachte, er würde echt nicht mehr kommen. Und sie Memes nicht rauskommen können, weil das doch ohne Gang ging. Ja. Und du hast immer noch keine Freundin. Das ist unmöglich, wahr? Aber das wird nicht passieren. Also, ist für dich so als Single jetzt immer noch? Es ist nicht so, ich hab ne... Der Yoshi, du wurdest so mit Anfragen einfach überschüttet, dass er jetzt diese Identität... Ich konnte es mir aussuchen, Mann, ganz ehrlich, sagen wir mal ganz ehrlich, aber ich hätte es mir sowieso aussuchen können, weil... Ich meine, okay, das ist eine Fehler! Weiter geht's. Zio und Carina küssen sich. Zio und Carina küssen sich während Video drehen. Yoshi. Den Blick so geil. So, jetzt mal so, ich finde, das gehört hier einfach nicht rein. Das ist einfach was. Macht es in eurem Schlafzimmer. Boah! Meine Oma hat immer Energies für mich. Meine Oma und ich. Naja. Das war da ursprünglich drin. Das Geile ist gar nichts, das war wirklich so ein Video. Genau so gewesen. Weil ich mich sowas sehe, bin ich mal sowas, baue ich eigentlich für einen komischen Scheiß meine Videos ein. So und was war das ursprünglich? Das Geile ist gar nichts, das war wirklich so ein Video. Genau so gewesen. Das war da ursprünglich drin. Das Geile ist gar nichts, das war.
dass wenn man jemanden füttert, sieht das immer total süß aus. Und dann habe ich mich mit Energy gefüttert und dann habe ich so hingezoomt und ich so, war so, na gut, fast alles sieht süß aus beim Füttern. Okay. Was ist das? Die besondere Party nichts trinken will, ich. Du sollst jetzt! Dein Blick, Carinas. Vor allen Dingen, was ist das mit meinem Hals los? Der hat so voll die Krampfader da drin einfach. Die Person, die auf der Party nichts trinken will, ich glaube, die ist aber nicht so enthusiastisch dabei. Nein, wir wollen natürlich niemanden zum Trinken animieren hier, Freunde. Es ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er oder sie oder es oder was? Irgendwer Alkohol zu sich nehmen will. Sie oder er oder es. Hier ist Meme nochmal anders. Was steht da oben drüber? Alkman Nostalgie. Ach, Nostalgie. Alkman Random Person. Ist aber echt so, ich habe noch nicht mal Comedy 2 gesehen, da kam der auch vor. Ja. Das ist voll krass, da hat der Philipp noch mitgespielt. Ja, mein Bruder auch. Das war brutal. Among Us. Was? Was stand da oben drüber? Among Us, das heißt das Videospiel. Also das ist ja also ich, kein Freund an CEO. Das ist ein Trend. Okay. Und ich sag halt immer Among Us. Da mich alle so geärgert haben mit immer CEO. Niemand? CEO Among Us. Among Us? Ich war so, ja, Among Us, sorry. Das ist aber echt lustig. Das ist doch so schlimm, ich das ist einmal lustig. Was falsch aus. Das ist Twitchy, Twitch, ja. Twitch, so. Ey, da kröstelst mir die Arschhaare weg. Willst du mir sagen, ich bin der Einzige, der das hier nicht checkt? Das ist Twitchy, Twitch, Twitch, so. Die hat gedacht, er würde echt nicht mehr kommen. Ja, aber jetzt Luft mit so. Wo war mein Rap-Part? Der kommt dann im nächsten Song. Ich hab's schon gesagt, da haben wir kriegt einen Rap-Part. Der ist wirklich, also hier ist es offiziell. Was machst du als nächstes? Tuck and Comments als Gesangs... Tuck and Comments als Song? Mhm. Und ich krieg einen Rap-Part? Ja. Nice! Mal 100 Probe doch eine reinschauen in die Kommentare. Ist diesmal Josh jetzt Rap-Part dabei und dann kommst du da... Ich musste voll lachen, als bei deinem Twitch-Song der Top-Kommentar war so, okay, der Song ist endlich draußen, nice. Aber wo ist Josh's Rap-Part? Wo ist so, yes. Das war's! Nein. Können wir beim nächsten Mal, wenn wir so einen Song drehen, können wir dann auch andere Locations machen, natürlich. Weil das ist ja nur bei dir gemacht, ne? Natürlich. Aber beim nächsten Mal... Natürlich, da gibt man schon. Ich wollte das ja so richtig krass aufziehen. Ich wollte das ja so richtig ja, du wolltest immer Ständer-Time. Aber du hast die Mücke dazu, nicht? Ich hab die Mücke. Ich will Ständer-Time-mäßig. Du hast doch gar keine Ahnung von nichts. Tschüss. Tolle Folge, Reddit, bis zum nächsten Mal. Ach ja, nee. Call to Action. Haben wir auf dem Social-Media-Seminar gelernt, dass es so funktioniert. Folgt CEO auf seinem Reddit. Da der sitzt, den ich verprügelt habe. Auf seinem Reddit-Channel. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Gebt diesem Video einen Like, wenn ihr es richtig scheiße fandet. Wenn ihr es so scheiße fandet, dass es schon wieder gut war, gebt ein Dislike. Jetzt habe ich gar nichts mehr verstanden. Ja, also gebt einfach ein Like und abonniert die Scheiße. Ach ja, genau. Und aktiviert die Glocke. 127% der Leute, die diese Videos immer regelmäßig schauen, sind keine Abonnenten dieses Kanals, also abonniert. Das habe ich so gelernt, weil andere YouTuber machen das auch so. Das naja. Aber ich wusste die Prozentzahl nicht, weil ich es nicht analysiert habe vorher. Das war schlecht, muss ich mir schon machen an der Stelle. Das sprichst du einfach drüber. Ja, so richtig schlecht drüber. Jetzt. Was ist denn hier los eigentlich?